Also, guck mal, Leute, ich fange an, ja, ich erzähle mal einfach. Versetzt euch mal immer in meine Lage, damit ihr es auch versteht. Eine dieser kleinen Kinder, behinderte Menschen gibt's. Aber ich habe auch stramme Leute so hinter mir, die das ganz normal wie Menschen verstehen. Also passt auf. Als allererstes, ich würde niemals in mein Leben so ein Video verschicken. Niemals. Ich bin so vorsichtig, weil ich eine bekannte Person bin. Ich habe Jungs auf WhatsApp, ja, wir haben WhatsApp-Gruppen, die schicken da fast, keine Ahnung, jeden zweiten, dritten Tag ihr Ding rein. Nicht mal meinen Jungs habe ich sowas in mein Leben geschickt, okay? So, jetzt müsst ihr überlegen, weil Leute sagen, warum verschickst du sowas, warum hast du das gemacht? Ich sag euch eine Sache, das war meine Ex-Freundin, okay? Ich hab, hört mal zu, ich habe ihr das auch nicht geschickt. Ich habe mit ihr FaceTime gemacht. Wir haben uns etwa länger nicht gesehen. FaceTime gemacht. Was hat sie gemacht? Die hat eine Bildschirmaufnahme gemacht. Die hat Screen Recording gemacht. Ja. Und mich damit hops genommen, weil sich selbst... Ich frage mich, warum sie sich selbst rausschneidet. Die könnte doch auch mal zeigen, wie die sich da befummelt hat. Oder sich Sachen reingeschoben hat. Das ist jetzt eine Intimsache. Aber ihr müsst euch überlegen... Die hat einfach Bildschirmaufnahme gemacht und das ist ein altes Video. Falls ihr gesehen habt, habe ich da lange Haare, ja. Und komischerweise kommt das Video, nachdem Sonja so viral geht. Wir machen Platz 1. Ich weiß ja, wann das war. Das ist alt. Aber komischerweise taucht das Video jetzt auf. Das war Kase, Mann. Nein. Also Leute, wer von euch hat mit seiner Freundin oder mit seiner Ex-Freundin sowas schon mal nicht gemacht? Wer hat das nicht schon mal gemacht? Wer? Ja, habt ihr noch nie ein Ding gesehen oder was? Ist doch die Wahrheit, Alter. Ja, Alter. Wallah, der ein oder andere sind die neugierig drauf. Die tun so... Hätte ich da neben mir irgendeinen Typen gelegen, weißt du, wäre irgendein Typ neben mir, sowas, das würde ich ja verstehen. Ja, das ist doch wenigstens noch menschlich, ein Frau und ein Mann, weißt du, was ich meine? Aber wenn ihr zwei Männer seht, die küssen, macht ihr nicht so ein Drama drauf. Mein Sip ist bekannter geworden, wie ich in den 3 Jahren in einem Tag, alle. Ich schwör's dir. Denn ich will euch nur sagen, auch diese, ich hab das jetzt schon keine Ahnung wie oft bekommen, ja. Und ich frag mich so, sie wollte etwas erreichen und ihr seid mitgegangen, also die meisten sind mitgegangen und haben dafür gesorgt, dass sie genau das erreicht hat, was sie wollte. Weil sie neidisch ist. Sie ist eine Nichtsgönnerin. Du kleine Kahlaui, wenn du das siehst. Ich will jetzt nicht hier TikTok ist ein bisschen empfindlich, ja. Ja, ne. Auch diese ganzen, es gibt wirklich stramme Leute, die kriegen sowieso die Anzeige. Ja, ihr habt genau das, also die meisten haben genau das gemacht, was sie wollte. Sie hat mich heimlich aufgenommen und irgendwie verbreitet. Ich würde nie im Leben sowas schicken, nie im Leben. Und mein Ding ist, so ich sehe irgendwelche Mädels, irgendwelche kleine Kinder, so wie die der Reichweite hinterhergehen, so nur weil da jetzt irgendwie ein bisschen Reichweite dahinter steckt. Wer sehen will, folgt mir. Wer dieses Video will, folgt mir. Guck mal, ich will euch eine Sache sagen. Das ist strafbar, was sie gemacht hat. Ja, ne, die kriegt eh das, was sie braucht. Okay? Auch diese TikTok-Videos, so. Wallah, mich interessiert das nicht mehr. Am Anfang, ich dachte mir so, hä, warum taucht das alte Video jetzt erst auf? Aber ich, Silva, danke schön. Und ich frag mich so, warum taucht das erst jetzt auf? Ich weiß warum. Und die meisten von euch wissen auch warum. Meine Leute, die stramm sind, die entfernen diese Videos. Leute, die hinter mir stehen, es gibt wirklich ein paar stramme Leute. Und dann gibt es natürlich diese kleinen Kinder, diese Pisskinder, die da mitlaufen und das posten oder keine Ahnung. Meine, wer von euch hat sowas noch nie gemacht? Mit seiner Ex oder mit seiner Freundin. Die meisten, die sind von deiner Umgebung. Das Schlimmste ist,
dass Leute genau das teilen oder so verbreiten, die das selber machen. Guck mal, ich, gell, ich habe so viele Videos immer bekommen, ich habe so viele Videos auf mein Handy von Leuten geschickt bekommen, wie die ganzen Mädels sich da unten Sachen reinschieben, Flaschen, keine Ahnung was. Warum habe ich sowas nie verbreitet oder weitergeschickt? Ich will jetzt keine Namen nennen. Ja, ihr seht doch, nur weil wir jetzt Erfolg haben, kommen die mit sowas an. Wisst ihr, wie ich meine? ABK Army, danke schön für deine Brille. Seit 2 Jahren hier, der wird immer noch hören. Ja, ne Leute, ich hoffe, ihr habt das alles aufgenommen. Ich hoffe, ihr habt das alles aufgenommen und verbreitet das genauso wie das Video, was rumgeht. Wie gesagt, sie hat mich hinterhältig aufgenommen und es verbreitet. Ich kann jetzt sagen, machen, was ich will, aber ey. Ja, ne. Im Endeffekt war es mein Dings. Wallah, es gibt wirklich korrekte Leute, es gibt wirklich stabile Leute. ABK Army, dankeschön. Ich weiß auch, dass nach diesem Live sehr, sehr viele das verbreiten werden und auch dafür sorgen werden, egal wer wo ein Video sieht, dass sie das entfernen, auch selber. Warte mal, hier ist doch... Wo ist denn der? Achtung. Und seht ihr, Leute, wie viele Zuschauer wir jetzt haben, weil es um sowas geht. Bro, das sind alles kleine Kinder. Ja, sowieso. Ich habe selber noch nie sowas selbst verbreitet oder sonst irgendwas. Ja, ne, passiert ist passiert. Außerdem, was Leute nicht wissen, dieser Kontakt zu TikTok, es gibt wirklich Leute, die das einfach posten. Ich habe so viele Dokumente gesammelt, weil die IP-Adresse durch TikTok-Kontakt getrackt wurde. Grüße gehen raus, Theresa, du weißt Bescheid. Ja, ne, für die wird es eh am teuersten, auch für die, die das einfach so, irgendwelche Fake-Accounts oder sonst irgendwas. Wallah, ich mache meine Patte, soll mein Ding rumgehen. Wir haben es auf jeden Fall 2-mal geschafft, auf Platz 1 zu gehen. Ja, Sonja ist doch auf Platz 1. Und ich auch jetzt. Ja, warum ist der jetzt raus? Habt ihr es aufgenommen, Leute? Habt ihr es aufgenommen? Wer hat das Video veröffentlicht? Die Kahlau. Wie war das, Bruder? Die hat Bildschirmaufnahme. Oh, mein Internet ist am Arsch, wallah. Hörst du mich? Bruder, Alter. Hörst du mich, Bruder? Ja.